Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Ich sage aber euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Habe ich einen vergleichbaren Maßstab, um tatsächlich detailliert meine Gedankenwelt derart als tatkräftige Verurteilung oder auch Beglaubigung einer wahrhaftig sauberen Herzenshaltung hinzuzunehmen? Oh nein, erstens, wer kann denn schon Gedanken lesen? Oh, wir singen so hübsche Lieder, die Gedanken sind frei. Oh, da schaut keiner drein und das ist ja schließlich meine Privatsache. Und wenn ich nichts getan habe, kann es doch keine Folgen haben. Nirgendwo hier auf Erden wird bei menschlichen Gerichten werden Gedanken beurteilt, weil sie kennt ja keiner. So bleiben all die verborgenen Dinge schön nicht zugänglich, unzugänglich für irgendeine Beurteilung des Menschen. Doch nicht so bei Gott. Bei Jesus, da wird es ans Licht kommen und er wird danach fragen, nach meinen Gedanken, die noch nicht einmal zu einer Tat gereift sind. Ich sage aber, jeder, der zu seinem Bruder sagt, du Narr, oder vielleicht im heutigen Jargon eher, du Idiot oder du elender Typ oder was, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Was für ein Maßstab, was für eine Justiz wird mir hier gezeigt, die Justiz der allerheiligsten Gottheit. Ist das aber auch mein Maßstab? Oh, im natürlichen Bereich? Niemals. Wie viel dumme Schimpfworte kann ich mal herausbringen, ohne noch zu denken, wie gefährlich wäre es, wenn da keine Sühnung vorhanden wäre für solch einen Ausdruck, für solch ein Schimpfen und Zetern, was mir doch so leicht mal ausfahren könnte. Kann ich dann damit leben, dass ich solche Konsequenzen betrachte in meinem Leben und mich dann hüte, um Gottes Willen, vor verkehrten Gedanken, verkehrten Worten? Ja, dann reden wir noch nicht einmal von Handlungen, die noch viel schrecklicher sind. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden, je nachdem, wie mein Herzenszustand tatsächlich ist. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und es kommt immer das heraus, was inwendig vorhanden ist. Und wenn da Gehässigkeiten, Lieblosigkeiten sind, das wird herauskommen. Genauso wie auch das Edle, das Wohlanständige, das Vorbildliche aus dieser Quelle hervorkommt, so denn mein Herz von Gottes Geist getrieben wird. Wenn ich mir jemals den Ernst dieser Lage vorstelle, dass da zum Beispiel auch gesagt ist, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. O Herr, sei mir Sünder gnädig. Denn wie schnell kommen unnütze Worte, die noch nicht immer etwas bringen und die ich aber dann, weil sie halt nur mal so Larifari sind, deren Ernst und Folgenschwere ich gar nie begreifen kann, wo er aber sagt, hier muss Rechenschaft gegeben werden. Was ist Rechenschaft? Ein Darlegen, aus welchem Grund Handlungen ausgeführt oder nicht ausgeführt wurden oder wie mit Dingen, so zum Beispiel Geld oder Sachwerten, wie damit umgegangen wird. Einfach darlegen, was ist die Ursache für meine unnützen Worte. Was ist der Stolz, der sich dahinter verborgen hat? Die Selbstrechtfertigung oder egal, was es sein könnte. Was steckt dahinter,
Ich werde davon zur Rechenschaft gezogen. Mich wundert, wenn ein Film ablaufen würde, für alle anderen sichtbar, von dem, was ich so tagtäglich am Denken bin. Wird dann dieser Gedankenfilm, der dann den anderen vorgestellt wird, meinetwegen, hier kommt die Ablaufgeschichte von dem, was der Matthias letzte Woche alles durchdacht hat. Wird dieser Film ein Zeugnis für den in mir vorhandenen Heiligen Geist ablegen oder wird dieser Film eine Zeugenschaft tiefgreifender Verdorbenheit, unbewältigter Bosheiten sein, derer ich mich zu verantworten habe? Es wird nicht so sein, dass man sagen kann, naja, du armer Mensch, warst halt nur ein Opfer der Umstände, ein Opfer vielleicht von teuflisch-dämonischen Einflüssen. Oh, da kann doch der Mensch nichts dafür. Der war halt so getrieben, der war so angetrieben. Na, dafür ist er aber dann frei zu sprechen. Du wirst die Ursachen des in dir vorhandenen Wesens deiner selbst, du wirst es darbieten müssen. Und dann möchte ich mich nicht schämen, sondern ich möchte das, was schamvoll ist, erledigt haben. Hier und heute, zu Ehrenlebzeiten, damit es mich nicht am jüngsten Gericht peinlich trifft. Und dann angesichts meiner menschlichen, naturgegebenen Verdorbenheit gibt es eine Lösung, und zwar nur eine einzige Lösung, die da heißt, und wenn er sich über ihn erbarmt, nämlich der Engel Gottes sich über den Menschen, der hilfsbedürftig, erbärmlich ist, und er spricht, erlöse ihn, dass er nicht zur Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Und da gibt es nur ein einziges Lösegeld. Und das sagt die Bibel, das ist das Blut von Jesus Christus. An diesem Blut kommt kein Mensch vorbei. Das ist die einzigste Chance, Gott aufgezeigt, wobei dann etwas entsteht für diesen armseligen, elenden Menschen. Der wird zu Gott bitten, der wird ihm gnädig sein und ihm sein Angesicht mit Jauchzen sehen lassen und dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Denn das ist nicht mehr deine eigene Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit von Golgatha. Er wird singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, also verdreht, verzerrt und hab's missachtet. Aber er, mein Gott und mein Erlöser, hat mir nicht vergolten nach meinem Verdienst. Er hat meine Seele erlöst. Da erhalte ich etwas unsagbar, unbeschreiblich, unaufhörliches, nämlich wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges, unaufhörliches, unzerstörbares, unbeendbares Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus hat uns einen Himmel verdient. Der Loskaufpreis für mein in mir befangen sein, in meinem Naturell eingedreht und eingekerkert sein, kommt von meinem Gott und ich glaube es ihm.